Ja, moin moin liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der HSV tritt am Sonnabend um 15:30 Uhr bei Mainz 05 an und wir haben das Gästekontingent wieder mal vollständig abgerufen. Uns begleiten also mindestens 3.400 HSVer zu dem Spiel. Ich begrüße auch unseren Cheftrainer Markus Gisdol herzlich und bitte Sie um Ihre Fragen, kurzes Handzeichen und dann legen wir los. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Gisdol, mich würde mal interessieren, wie es Bobby Wood geht. Haben Sie schon mit dem? Weiß ich selber noch nicht. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Werde ihn jetzt nachher nach der Pressekonferenz sicherlich das erste Mal sprechen können und bin auch gespannt. Jetzt große Reise hinter sich, heute dann zurück und müssen wir mal schauen. Ich kann es noch nicht sagen. Ja, das ist die Nationalmannschaft, das ist was anderes wie der Verein. Natürlich nimmst du das vielleicht ein bisschen mit dann ein, zwei Tage, aber dann musst du es auch abschütteln. Ja, und dann musst du dich wieder auf deinen Job konzentrieren in der Bundesliga. Aber ich werde mit Ihnen in Ruhe drüber sprechen. Sven Tölner, Sky News. Ja, auch zu Wood, der ist ja im Prinzip eigentlich gesetzt in der Spitze. Man sich unter den aktuellen Voraussetzungen Gedanken, wie Sie es anders auffangen könnten, falls der nicht richtig fit ist oder irgendwie übernächtigt ist oder so, spielen Sie schon Varianten durch? Na klar, das ist unsere Aufgabe, wenn ein Spieler nicht mal so eine kleine Reise hinter sich hat, sondern man weiß ja das selber, wenn man Urlaub macht allein in Amerika oder in Florida und mal 6 Stunden Zeitverschiebung hinter sich hat, nach der Rückkehr ist es schon eine große körperliche Belastung, bis du dich da wieder in den Rhythmus einfindest. Und das muss ich mit ihm schauen. Es gibt Spieler, die stecken das immer wieder gut weg, aber dann gibt es auch immer Phasen, wo du es vielleicht mal nicht so gut wegsteckst. Wir müssen das in Ruhe anschauen, aber natürlich machen wir uns auch Gedanken, wie wir das dann lösen würden, wenn Bobby nicht von Beginn an spielen könnte. Und das sind alles die Überseekandidaten. Ja, das ist immer so eine besondere Situation. Da müssen wir immer ja, Alternativen parat haben, auf jeden Fall. Andreas Hart fürs Abendblatt. Moment. Genau, geben Sie uns doch bitte mal das bitte mit Mikro. Danke sehr. Gut, wir haben jetzt über Wood schon gesprochen, mit der langen Reise bei Sakai, nehme ich mal an, gilt das Gleiche. Können Sie uns einen kleinen Überblick geben, wie die personelle Situation im Moment ist? Wir hatten gestern kranke Spieler dabei, Kostic hat 2 Minuten gespielt, wie weit sehen Sie den, Van Drongelen? Wie findet sich das jetzt alles zurecht, personell? Lieber wäre es mir natürlich, Sie würden nachher den einen oder anderen noch abfragen, aber ich versuche mal die Reihe nach durchzugehen. Natürlich durch die Länderspielabstellung sind einige Spieler mehr jetzt in den letzten 2 Wochen nicht da gewesen. Fangen wir mal bei Sally an, der ja am schnellsten zurück war, natürlich mit einer tiefen Fleischwunde, die genäht wurde. Versuchen wir heute, wie es im Training sich verhält, aber da bin ich schon skeptisch, was Wochenende angeht. Das ist doch eine größere Wunde, wie man gedacht hat. Das sah im ersten Moment nicht so gut aus. Aber unsere Mediziner haben das jetzt wieder gut hinbekommen. Bei Rick ist es so, dass er jetzt diese Woche einen guten Trainingsstart hatte. Ja, nach 4 Wochen Pause hat es gut gemacht jetzt in dieser Trainingswoche. Ich denke, da könnte durchaus wieder eine Option für den Kader sein am Wochenende schon. Gehen wir weiter. Albin Ekdal hat mit seiner Mannschaft die Qualifikation oder den zweiten Platz ja gefestigt und hat es geschafft und hat glücklicherweise durch das erste Ergebnis im zweiten Spiel nicht ran müssen, ja, sondern konnte sich da ein Stück weit auskurieren, was seine Rückenverletzung angeht. Deswegen bin ich da auch sehr positiv gestimmt. Ja. Natürlich auch mental in der guten Verfassung auch zurückgekommen, also sowohl körperlich als auch mental hat es einen guten Eindruck gemacht. Dann weiter Ito und Hahn haben beide jetzt 2 Tage im Training gefehlt, weil sie Magen-Darm geschwächt waren. Auch da hoffe ich heute auf einen zumindest mal teilweise Mannschaftstraining, ja, vielleicht schon ein ganzes. Das muss ich nachher noch anschauen. Oder müssen wir nachher noch abstimmen mit den Ärzten, wie wir das am besten machen. Wen haben wir denn noch? Haben Sie noch weitere Kandidaten? Genau, Philipp ist jetzt auch wieder zurück. Müssen wir schauen.
auch da gilt die enge Abstimmung mit unseren Ärzten, wie weit er für welche Spielzeit in Frage kommen könnte am Wochenende. Aber ich denke, für den Kader sieht es gut aus. Wie weit er dann für eine Startformation schon in Frage kommen würde, müssen wir einfach auch nochmal klug entscheiden. Haben wir noch jemanden vergessen? Genau, richtig. Ist aber allerdings schon einen Tag früher zurück jetzt wie Bobby. Der kam gestern schon, allerdings erst um 20 Uhr dann auch gelandet gestern. Von daher, ja, er hat es aber in der Vergangenheit auch immer ganz gut wegstecken können. Auch da müssen wir auch heute schauen, wie ist dann seine Verfassung. Martin Sonnleitner für die Welt. Herr Gisdol, 5 Spiele, kein Tor geschossen. Welches Rezept verabreichen Sie Ihrer Mannschaft? Welches was? Welches Rezept verabreichen Sie dem Team? Ich denke, hart arbeiten, weitermachen an den Dingen, die wir zuletzt gemacht haben. Wir hatten Torchancen, wir haben teilweise richtig gute Torchancen sogar gehabt. Und wenn wir da eifrig sind und da total dran glauben, an das Umstoßen dieser Situation, dass wir kein Tor jetzt gemacht haben, dann werden wir das auch machen. Und manchmal schreibt ja der Fußball auch so besondere Geschichten, dass es gerade gegen unseren Ex-Torhüter dann gelingt, so ein bisschen den kleinen Torfluch oder wie man es auch immer nennen möchte, zu besiegen, weil im Vorfeld oder in den letzten Spielen waren ja auch schon oft richtig gute Torchancen da, die wir halt leider nicht über die Linie gebracht haben. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das am Wochenende schon anders sehen können. Ich sehe keine Fragen mehr. Da zuckt noch. Florian Rebin von der Mopo war noch nicht dran. Nochmal zum Kader. Würde mich mal interessieren, was für eine Herausforderung ist das da am Wochenende jetzt die richtigen 11 Spieler auf den Platz zu stellen? Wie gehen Sie da vor? Mit enger Abstimmung mit der Ärzteabteilung? Ist es am Ende ein Bauchgefühl oder sind ja schon einige Sachen, die man beachten muss? Ja, das ist unterschiedlich, also von dem einen Spieler zum anderen. Aber natürlich ist es insgesamt halt ein Abwägen. Wir wollen die stärkste Mannschaft auf dem Platz haben, ohne das Risiko zu übertreiben bei dem einen oder anderen Spieler, wo wir vielleicht noch ein bisschen skeptisch wären. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich schon unsere beste Mannschaft dann auf den Platz bringen. Und durch das, dass die verletzten Situationen sich einfach in den letzten zwei Wochen auch ein Stück weit entspannter hat. Ja, da sind die Optionen ein bisschen besser und ein bisschen größer geworden. Aber auf der anderen Seite haben die Spieler natürlich jetzt auch längere Zeit nicht gespielt. Ja, gerade die Spieler, die 4-5 Wochen ausgefallen sind. Und deswegen müssen wir jetzt gut abwägen, was passt dann zueinander. Und dann müssen wir nochmal wirklich mit ganz, ganz offenen Augen nochmal durch die nächsten 2 Trainingseinheiten durchgehen und dann nochmal schauen, was könnte denn für dieses Spiel dann am besten auch zusammenpassen und was ist auch so, dass es kräftemäßig ein gutes Verhältnis gibt, weil wir auf jeden Fall in Mainz einen Gegner erwarten, der Vollpower spielen wird, speziell zu Hause, ja, die immer mit unglaublichem Engagement dort auftreten, unglaublich aggressiv ins Pressing dann auch spielen. Da musst du natürlich ja, auch immer Spieler auf dem Platz haben, die zu dem Zeitpunkt dann auch Vollgas gehen können. Und da müssen wir vielleicht ein Stück weit auch abwägen, welcher Spieler schafft es vielleicht in seinem ersten Einsatz dann wieder 50, 60 Minuten und dann nochmal nachlegen zu können oder zu wechseln. Da müssen wir einfach gut überlegen. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen nochmal. War denn das Thema Torabschluss hier auch in der Länderspielpause für Sie ein Thema mit den Spielern, die hier waren? Oder? Nicht speziell, aber wir haben ja ein Testspiel auch gemacht und da haben die Jungs wirklich mit hohem Engagement und viele Tore auch gemacht gegen den Oberligisten. Das hat sicherlich auch gut getan. Und mit dem Training haben wir natürlich auch versucht, mal vielleicht die eine oder andere Variante mehr aufs Tor zu bekommen. Aber ich bin da kein großer Freund, dieses Thema dann zu hoch zu hängen. Du kannst ja dadurch auch noch mehr blockieren manchmal, weil ich würde eher einmal an das Thema dann rangehen, Chancen rausspielen, wie kriegt man denn noch mehr Chancen und der Ball geht dann schon irgendwie wieder über die Linie. Und wie gesagt, da habe ich nicht so extrem viel Defizite gesehen, was die Chancen herausspielen angeht, aber dieser kleine Tick, ja, der dann halt jetzt fehlt, den müssen wir irgendwie halt jetzt erzwingen in der nächsten Partie. Mats Nicholson, NDR2. Herr Gisdol, die Nachwuchsmannschaften des HSV stehen alle richtig gut da. Sie hatten jetzt in der Länderspielpause auch viele junge Spieler dabei.
Wie ist das für Sie aktuell, dieses Spannungsverhältnis zwischen kurzfristig Ergebnisse liefern müssen, aber natürlich langfristig eben auch diese Spieler weiterentwickeln? Oder anders gefragt, können Sie diesen Spielern so viel Zeit und Gedanken widmen, wie Sie das gerne möchten? Ja, das ist ja meine Aufgabe. Das sehe ich als eine wichtige Aufgabe jedes Trainers an, dass man den Nachwuchs die Chance gibt und die Jungs auch dann auch das Vertrauen gibt, wenn sie soweit sind, ja, dass man sie dann auch spielen lässt, dann aber nicht gleich ihnen unglaublich viel Verantwortung zu geben und alles auf die Karte dann der Jungen zu setzen, sondern ihnen dann auch schon immer wieder die Situation richtig einzuordnen. Sag mal Beispiel Ito, ja, wenn er jetzt 50 Minuten Bundesliga gespielt hat, fühlt sich das gerade so an in der Wahrnehmung, als wenn es ein Spieler wäre, der schon 5 Jahre Bundesliga gespielt hätte und ein Sensationsspieler ist. Ja. Er hat es gut gemacht in diesen 50 Minuten, aber wir müssen immer wieder sehen, es ist ein ganz junger Bursche noch, es war sein erster Einsatz und einfach diese Jungs auch verantwortungsbewusst, weil diese Verantwortung haben wir für die jungen Burschen, dann auch in die richtige Position zu bringen und Stück für Stück zu integrieren. Aber Sie sprechen gerade auch die Länderspielpause an, die ist ja eigentlich auch für unsere Nachwuchsspieler, weil die Besten sind da nicht da. Die sind auch bei ihren Nationalmannschaften. Ja, das ist eigentlich sagen wir, so ein bisschen eine Farce, ja, dass du dann denkst, du holst jetzt dann in der Jugend, holst deine Besten dann aus der Jugend, sondern die Besten sind ja auch bei ihren Nationalmannschaften weg. Deswegen sehe ich das immer so ein bisschen gespalten, weil ich hätte ganz gerne in diesen 2 Wochen natürlich immer dann auch alle von den Besten dann bei mir. Und da müssen wir dann manchmal so ein bisschen improvisieren noch. Das wäre sicherlich irgendwie mal so eine Überlegung wert, wie wir sowas auch von der Planungsseite her vielleicht noch besser hinkriegen können. Weil ich glaube, es wäre für jeden Bundesliga-Trainer in der Zeit dann wirklich interessant, die besten, sagen wir mal, U19, U18, U20-Spieler dann in seiner Trainingsgruppe zu haben. Und das geht halt nicht, wie gesagt, durch das, dass die auch weg sind. Johanna Kusina von der Mopo. Herr Gissel, können Sie noch mal 1-2 Sätze zum Gegner sagen? Was erwarten Sie für ein Spiel gegen Mainz? Beide Mannschaften sind aktuell punktgleich. Wird es ein Spiel auf Augenhöhe? Ja, ich denke schon, dass Mainz insgesamt eine Mannschaft ist, wo wir uns auf Augenhöhe bewegen. Mainz hat speziell natürlich zu Hause besondere Qualität. Da will sie ihr Spiel dort sehr gut immer wieder durchbringen. Muss davor gewarnt sein, ne, dass dich da ein Gegner erwartet, der dich wirklich sehr aggressiv und sehr vorschau attackiert und mit vielen Bällen direkt vor das Tor im Vertikalspiel natürlich versucht, unter Druck zu bringen. Ich erinnere mich noch an das letzte Spiel, wo wir dort hatten. Ja. Wir haben 1-0 geführt und haben dann eine Chance, die eigentlich ein 100%iges Tor war, als der Ball von der Unterkante der Latte nochmal zurückspringt und dann daneben geht, da hätten wir es 2-0 gemacht. Und haben zum Schluss 3-1 verloren, noch 3 Distanzschüsse von Latza, der, glaube ich, bis dahin noch kein Tor geschossen hatte in der Bundesliga. Es war also eine ganz außergewöhnliche Partie, ja, wo wir uns hätten so ein bisschen noch mehr freischwimmen können und Mainz sich aber dadurch dann ein bisschen freier gemacht hat. Ja, das war damals, glaube ich, im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, auf jeden Fall eine besondere Partie unter besonderem Vorzeichen durch das, wie der Gegner dort immer wieder auftritt. Der Kollege in der ersten Reihe, bitte gerne kurz. Schon von Bismarck 1 der Radio. Auch nochmal jetzt auf das Spiel. Die Mentalität in der Mannschaft, wie sieht es da jetzt aus? Nach diesen Wochen ohne Sieg, merkt man, dass da irgendwie ein kleiner Mann im Hinterkopf, sage ich mal, schon sagt und pass auf mit dem nächsten Pass, ist der vielleicht zu viel Risiko? Wie sieht es da aus im Inneren der Köpfe, sage ich mal? Da habe ich nichts festgestellt, weil irgendwie, wo wir besonders ran müssten, wenn ich unser letztes Spiel sehe gegen Bremen. War sicherlich keine super Leistung, aber war eine gute Leistung hier. Mit einem Quäntchen Glück gewinnen wir das Spiel. Ich fand, dass die Mannschaft gut aufgetreten ist. Ich habe auch dann in den Trainingseinheiten davor oder jetzt auch danach da in der Form nichts feststellen können. Wir versuchen uns auf die Arbeit zu konzentrieren, ne, auf unsere Jobs, die wir im Spiel erledigen müssen, und dadurch die Erfolgserlebnisse wieder zurückzuholen. Florian Rebin von der Mopo nochmal. Auch noch eine Frage direkt zum Gegner. Es gibt das Wiedersehen mit René Adler. Erstmal freuen Sie sich drauf und ist es ein Vorteil, dass Sie und ja, der Großteil der Mannschaft ihn kennt und vielleicht besonders motiviert sein wird, ihm auch einen einzuschenken? Ich weiß nicht, ob da besondere Motivation vorliegt, aber natürlich ist es ein besonderes Spiel, wenn du einen Torhüter spielst, den du jahrelang hier gehabt hast oder den ich jetzt auch kenne und die auch die Spieler. Grundsätzlich freuen wir uns, wenn wir René sehen. Müsste jetzt nicht in einem Bundesligaspiel sein, ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass
wir schon auch wissen, dass wir dort auch Tore trotzdem machen können, auch wenn René dort im Tor steht, ja, der es immer wieder auch gut macht da in Mainz. Und deswegen total besondere Situation ist es nicht, wenn ein Spieler dann vorne im Torwart steht. Der erkennt in dem Moment nicht, das ist jetzt René und ich muss jetzt dem links oben reinschießen, anstatt rechts unten oder irgendwie so. So viel Zeit ist dann doch nicht in den einzelnen Situationen. Sven Töllner, Sky Sport News. Nochmal kurz zurückzukommen auf die Länderspielabstellung der Nachwuchsleute. Haben Sie da, sag ich mal, schon irgendwie eine konkrete Vorstellung, was Sie da anschubsen wollen und wie und bei welcher Instanz? Nein, habe ich nicht. Ich habe mir nur letztes Mal schon gedacht, dass ich es irgendwie schade empfinde. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht handelbar, weil das ja gerade diese Länderspielabstellungsperioden sind, die einfach jetzt auch mal so festgelegt sind. Ich glaube, dass es interessant wäre, sich darüber mal tatsächlich Gedanken zu machen, um die Jungen auch noch mehr zu fördern in der Phase. Aber eine konkrete Idee oder Vorstellung habe ich da auch nicht, wie man das umsetzen kann. So, ich sehe keine Fragen mehr. Dann vielen Dank für das Interesse an der heutigen PK und bis zum nächsten Mal. Danke.